Ja, heute möchte ich euch Siri ein bisschen genauer vorstellen. Siri heißt tatsächlich in seinen Papieren auch Siri, was ganz lustig ist, weil ich ja am Anfang immer nur vom Projekt Siri gesprochen habe und niemandem so wirklich erzählt habe, worum es da geht, bis auf den wenigen Leuten, die natürlich eingeweiht waren, weil sie dabei waren und erstmal alle Welt gedacht hat, ich möchte ein iPhone kaufen. Möchte ich natürlich nicht, sondern es ging, wie gesagt, um ein Pferd, aber das wisst ihr ja mittlerweile, nämlich eben um Siri. Und ja, Siri hat ein reines PAE-Papier, er kommt aus Spanien, er ist 9 Jahre alt aktuell, er ist 1,52 groß, also relativ klein, deshalb ist er auch nicht zur Körung zugelassen worden, weil er ihm 2 cm zum Mindestmaß fehlen. Und ich glaube, er ist seit August oder September, da müsste ich jetzt nochmal genau nachfragen, ist er in Deutschland bei PAE Niederrhein. Die haben ihn trainiert, die haben ihn ausgebildet und dann nach Kalkar mit zur Messe gebracht, wo ich Siri ja auch getroffen habe. Und ich habe seit Kalkar Siri 2-mal besucht und von meinem letzten Besuch habe ich euch hier ein paar Ausschnitte mitgebracht und ja, ich wünsche euch viel Spaß damit. Trense, die wir hier anprobiert haben, ist tatsächlich Ashleys letzte Trense gewesen. Die hatte ich eigentlich auf Seite gehangen. Ihr kennt sie vielleicht von einem der letzten Fotos von Gandhi. Eigentlich sollte Gandhi die zur Körung tragen, da Gandhi aber ja nicht zur Körung vorgestellt worden ist von mir. Hängt sie tatsächlich auch unbenutzt im Schrank und ich wollte mich nie so recht von ihr trennen, weil es eben Ashleys letzte Trense war und jetzt hatte ich sie mitgenommen zum Anprobieren für Siri und sie passt ihm wirklich super und steht ihm auch total gut und ich bin ganz happy, dass er sie dann zukünftig tragen wird.
Aber nur dezent. Ganz dezent sieht man gar nicht, ne?